Es fühlt sich irgendwie seltsam an, einen richtigen Nightmare on Elm Street Film zu reviewen. Immerhin hat meine Review zu A Wet Dream on Elm Street viele Klicks gebracht. Freddy's Dead, The Final Nightmare ist der sechste Film in The Nightmare on Elm Street Franchise. Und von den neun Filmen ist es mit Abstand das schlechteste nach meiner Meinung. Die Sache bei dem Film, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, sind die ganzen Cameos. Alice Cooper als böser Stiefdad, übrigens gute Wahl, er hat ja ein groteskes Gesicht. Johnny Depp, der übrigens die Hauptrolle im ersten Film übernahm. Und auch ein Cameo von Tom Arnold und seine Frau Roseanne Barr. Das andere, was mir im Kopf geblieben ist, ist, wie albern dieser Film ist. Zum Beispiel, da holt jemand eine Karte raus und die faltet er auseinander, dann ist die cartoonmäßig groß und ja, die Szene streckt sich einfach nur unnötig in die Länge und ist weder lustig noch gruselig. Dann gibt's da eine Szene, wo sie The Zauberer auf Oz parodieren. Kein Scherz, das passiert wirklich im Film und diese Szene, da wo Freddy Krüger einen Menschen steuert wie ein Videospielcharakter und er stirbt wie im Videospiel. Das ist kein Scherz, das ist wirklich passiert und das ist nicht der Tiefpunkt des Films, das war der Tiefpunkt des Franchises. Spoiler-Alarm, Freddy stirbt auch in diesem Film und wow, die Special Effects während seines Todes, wow. Wie kann es sein, dass der erste Teil von A Nightmare on Elm Street viele Jahre zuvor kam und dass die Special Effects im sechsten Teil viel, viel schlechter sind? Ich meine, wow, die Explosion war wirklich schlecht gemacht. Ja, und was soll ich sagen? Für mich ist das der schlechteste Film. Scheiß auf das 2010er Remake. Scheiß auf Freddy vs. Jason. Ich finde das hier viel schlimmer. Ein ernst gemachter Bösewicht wird hier als Witzfigur dargestellt. Und klar, Freddy hat hin und wieder Witze gemacht, aber er selbst war keine Witzfigur. Das Franchise hat Besseres verdient. Die einzig nützliche Verwendung, die mir einfällt, ist, wenn sie ihm meinen Schläferz zeigen würden. Yep, so schlecht finde ich den Film.